Ja, hallo, hier ist wieder heute Madi und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem weiteren Livestreaming-Abend. Und zwar, wir spielen heute mal ganz gemütlich in Ründchen The Great Art Race. Beziehungsweise in Deutschland besser bekannt gewesen unter dem Namen Firmur. Da gab es ja quasi zwei Teile, Firmur 1 und Firmur 2. Und das ist quasi der englischsprachige Titel davon, und zwar von Firmur 2. Also wenn ihr auch mal wieder Bock habt, dieses Spiel zu spielen, ihr könnt das unter Steam finden, unter The Great Art Race. Also meine Lieben, ich freue mich schon mega drauf, ich habe das schon lange nicht mehr gespielt und wir gucken jetzt einfach mal ganz gemütlich, was wir hier irgendwo machen können. Ich würde erstmal sagen, wir machen mal eine kurze Runde, einfach um mal wieder ein bisschen das Feeling irgendwo zu bekommen. Wie war das gewesen, was kann man alles machen, und deswegen lehnt euch zurück und ich wünsche euch ganz viel Spaß, und wenn es euch gefällt, dann lasst lieben gerne ein Like da, lasst lieben gerne ein Abo da und schreibt es lieben gerne in die Kommentare. Also dann. So, wir spielen hier auf alle Fälle gegen mehrere externe oder sagen wir mal KI-Gegner, beziehungsweise hier AI-Gegner noch. Also auf Medium, ich bin quasi der einzigste Mensch. Okay. Bin ich ja mal gespannt. My dear nieces and nephews, it is good to see that you're all able to gather when I'm about to announce my last will and testament. You should be aware of the reason. My precious art collection has been stolen. You know how much these paintings mean to me, and we all know that they will appear in auctions eventually. Therefore, it is my last will that you purchase my paintings through these auctions and return them to me. Whoever returns the most paintings to me before my demise will inherit everything. Your adventure is about to begin here in Berlin today. Each of you will receive the same amount of starting capital. Invest this money wisely. It is the key to your success. First of all, you should travel abroad in order to build a plantation. Produce commercial goods, which are in demand at the emporiums in New York and London. You will be able to make considerable profits, which you should reinvest in shares and paintings. Oh, by the way, each painting that you purchase through auction will increase your assets considerably. But beware of forgeries! Well, good luck, and may the best of you win, and do visit again soon. Do visit again soon. Ja, das war unser Onkel gewesen. Der will uns quasi alle seine Sachen irgendwo vermachen, beziehungsweise dass wir Erbe werden können, wenn wir ihn bestmöglich seine Gemälde irgendwo wiederbringen. Das bedeutet, wir müssen jetzt Plantagen bauen, wir müssen mit den Plantagen Geld verdienen und mit diesem verdienten Geld müssen wir an Aktionen teilnehmen und den lieben netten Onkel hier in Berlin, beziehungsweise oder irgendwo auf der Welt ein Stück weit all seine Bilder immer auch wiedergeben. Ja, da würde ich mal sagen, gucken wir mal jetzt gemütlich, ob wir das so schaffen. Ich merke gerade, die Musik ist gerade ein bisschen arg leise. Kleiner Moment. Oh, ein bisschen lauter hier. Ah, das. Ach, ich finde das so geil. Was haben wir jetzt eigentlich hier alles gehabt? Genau, hier Brandenburger Tor, schöner Zeppelin. Ja, man sieht schon, sagen wir mal, allein von den Gebäudestilen und von einem Fahrzeugen, was hier rumsteht, ist, aber wir sind hier im Jahre 1918. Ja, also nicht allzu viel erwarten. Hier haben wir die schöne Galerie, beziehungsweise das von Opa, das Ding. Hier haben wir ein Hotel. Hier haben wir die Bank. Hier haben wir das Auktionshaus. Und hier können wir reisen. Wir können natürlich hier unten auch ein bisschen Schnellreise machen. Genau, hier sehen wir noch verschiedene Datümer, beziehungsweise Events, die in der nächsten Zeit noch werden. Wir haben ja gerade das Spiel erst angefangen, deswegen alles entspannt. Balance. Ah, 150.000 haben wir. Und hier können wir quasi, wenn wir es möchten, auch von den anderen ein paar, oder können wir generell quasi noch ein paar Aktien kaufen und sehen gerade die aktuellen Marktpreise von Tee, Tabak, Wolle, Kaffee oder Kakao. Und das ist das, was ich mal ganz gerne mal später dann versuchen würde, und zwar immer mal so ein paar Sonderaufträge an der Stelle ein bisschen zu erstellen. Und hier, da kriegt man meistens immer noch etwas bessere Preise. Aber es lohnt erst, wenn man halt noch ein paar kleinere Plantagen irgendwo gebaut hat. So, ich reise mal ganz schnell nach Ankara. Weil das ist nämlich hier von den ganzen Börsen noch echt so das nächste. Your first visit here, Plantation in the city will produce Tea and Coffee. Okay, wir können hier quasi Kaffee und Tee herstellen. Hier haben wir auch wieder ein Hotel. Hier haben wir noch die Plantage.
Und wir können Expeditionen machen. So, wir machen eine neue Plantage. Ich mach mal Kaffee. Wo war das gewesen? Ah, hier, Purchase, genau. So, den Platz hier bestmöglich versuchen irgendwie auszunutzen. 50.000, 40.000. Also Blößen. Hopp. Purchase. 48. Und dann machen wir mal sicher jetzt aber noch eine Teeplantage. Und dann müsste ich auch schon fast pleite sein. Na, ich habe noch 7.000 Cash. Back to town. Hey. Achso, stimmt, hier müssen wir auch noch Leute einstellen. So, dann machen wir hier noch drauf. Hier 10 Stück, da 10 Stück, da 10 Stück. Das kann man später noch erweitern. Da müssen wir aber noch erstmal noch ein bisschen warten, weil wie gesagt, das ist jetzt erstmal der allererste Tag. Back to town, 4. Januar. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Hotel. Schlafen einfach mal. Oh, ich würde mal sagen, hier sind 7 Tage. Das sollte erstmal irgendwo passen, dass ihr überhaupt erstmal die Plantage in Kreis bis zu Rollen kommt. Ach, die Geräusche, ich liebe es. So, you have employees in the city, your laborers were paid on arrival, the wage amount to $210. Das bedeutet, wir, also unsere Arbeiter haben 210 Euro gekostet. Ich verteile jetzt mal noch die restlichen Arbeiter hier ganz gemütlich. Wie gesagt, wir haben nicht mehr so viel Geld. Und mit dem Geld müssen wir nämlich auch noch zurück nach London dann später, damit wir dann dort auch ganz gemütlich unsere Sachen vertickern können. Das Problem ist ja, wir haben jetzt gerade mal 17 Tonnen, es lohnt sich noch nicht so wirklich. Und hier sieht man diese langfristigen Kontrakte. Damit würde man quasi sogar noch mehr Geld verdienen. Problem ist nur, wir haben noch keinen Tabak oder hier keine Pfeifenrauch oder was das hier ist und kein Kakao. Schade. Müssen wir dann doch nochmal leider ein bisschen warten, bis wir hier noch ein bisschen mehr produziert haben. Hotel. Ja. Eine Woche sollte vollkommen ausreichen. Oh. Französische Bomber attackieren nach Karlsruhe. Ups. Okay, jetzt muss man hier schon $260 zahlen. So, ich verteile jetzt erstmal hier ganz gemütlich. Was habt ihr hier denn eigentlich? 36 Hektar oder A. Last Week 8 Tonnen, 9 Tonnen und 10 Tonnen. Also, müssen wir doch jetzt so langsam mal eine handelbare Menge haben. Ja, genau. So, wo bekommen wir aktuell das meiste? Ich würde sagen, hier in London. Das sind einmal hier $255 je Tonne und hier 317 je Tonne. Jo. Ship und Ship. Und um das jetzt quasi zu verkaufen, müssen wir jetzt reisen und zwar nach London. Die Bolschewisten bei Force. Ich würde sagen, die haben irgendwie das russische Parlament jetzt gestürmt. Ich weiß gerade nicht, was die Sofa heißt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ein bisschen Englisch kann ich, aber das leider nicht jede Vokabel. So, das ist mein erster Besuch hier. You will find one of the two emperors here, the other one is in New York City. So, okay. Hier sind quasi noch so ein paar Börsen, wo wir dann auch alles irgendwo verkaufen können. Und zwar einmal für 9.700 unseren Kaffee und für 6.000 können wir noch unseren Tee hier verkaufen. Haben wir eigentlich jetzt hier noch irgendwas, was jetzt hier in der Nähe wäre? Dates. In Lissabon wäre quasi schon die erste Auktion für 38.000. Ein Selbstporträt von 1907 von Pablo Picasso. Problem ist, das kann ich mir so noch nicht leisten. Okay. Ja, gerade am Anfang ist es wirklich sehr, sehr krass. Ich würde aber auch mal, vielleicht mal so, guck mal, ich gehe mal auf Risky und sage, ich nehme mal einen Kredit von 100.000 auf. Wir fahren zurück zu unserer Plantage.
Bauen wir noch eine oder zwei zusätzliche Plantagen auf. Einfach weil wir es können. Okay. Was ist das? Wir können die ja noch upgraden, genau. Das würde ich auch mal vielleicht noch machen. So, wir hatten ja zweimal Kaffee, einmal Tee. Dann würde ich mal noch einen Tee dazu bauen. Dass wir hier auch definitiv auch dort genügend Tee an der Stelle auch mit haben. So, du kriegst natürlich auch noch ein Upgrade. Upgrade. 15 Zähne. Ja, eins können wir uns noch leisten. Okay. 17, 17. Okay, wir können noch leider keine Arbeiter mal irgendwo verteilen. Warte mal, ich mach mal die Musik. Die Sounds waren ein kleines bisschen leiser. Musik ist, glaube ich, okay, aber da steht dieses Geschnarchen, dieses. Ich glaube, das geht irgendwann auf die Dauer noch ein bisschen auf die Nerven. Gut, und wir übernachten jetzt mal wieder eine Woche. Also, gerade am Anfang ist es hier wirklich sehr, sehr schwierig, das gesamte Geld irgendwo zu sammeln. So, was steht denn hier? 14.000 Bomben sind auf Paris getroppt. Oh. Das waren die Deutschen. Nein! Okay. Your debt's currently amount 91.000. So, können wir noch ein paar Arbeiter verteilen? Ja. War bitte auf 15. Hammer, Hammer. Das sind schon 16. Dann machen wir mal 17, 17 und 16. Ich versuche das mal hier ein bisschen so auszusortieren, dass überall dieselben Arbeiter aus sind. Okay, wir haben jetzt hier 44 Tonnen und da 34 Tonnen. Haben wir irgendwas Cooles in... am 22. März sollen wir 127 Tonnen nach Amerika bringen. Hm. Ne, warte mal, das machen wir mal. Dann schippe ich das mal nach... Muss ich das schon? Ja. Dann bringen wir das einfach mal spaßhalber nach Amerika. Das bringen wir mal nach London. Back to town. Travel. Dann erstmal schnell nach London, da verticken wir dann ganz gemütlich den Tee. Und dann fahren wir mal rüber nach Amerika und gucken mal, ob wir da noch irgendwo gemütlich so einen Contract einfach mal machen können. Genau, hier die 11.000 vertickt und Travel. Wir reisen nach New York und City. Ihr könnt ja mal gerne mal reinschreiben, ob ihr es gerne mal auch mal mögt. Einfach mal, dass ich solche alten Spiele hier auch mal spiele für euch. Ich finde das so mega geil, diese alte Ära. Das ist ja irgendwann aus den 90er Jahren, ist das hier. So, wir haben Lagerkosten sogar schon bezahlt. Wahnsinn. Details. Ach, guck mal. Normalerweise, ich könnte das jetzt sofort verkaufen für 277. Oder ich warte bis zum 22. März. Und dann würde ich 406 Tonnen dafür kriegen. Und 51.000. Brauche ich nicht lange überlegen. Accept. Also 44 Tonnen habe ich jetzt quasi da schon mal reingeschubst. Die darf ich natürlich jetzt hier nicht verkaufen. Die müssen quasi im Portfolio einfach mal irgendwo schon so drin stehen bleiben. Jetzt können wir mal gucken, ob wir es schaffen. Mal sofort nach Ankara. Ob wir es bis zum 22. März noch schaffen, dort ein bisschen mehr irgendwo nach Amerika zu bringen. Wie lange bin ich eigentlich da unterwegs ungefähr? Ungefähr 10 Tage, würde ich sagen. Ungefähr 10, 12 Tage brauche ich, um von Ankara nach Amerika zu kommen. Das heißt, spätestens am 10., 11. März sollten wir dort irgendwo die letzte Fuhre dann irgendwo hingebracht haben. Okay, 1400 jetzt dafür bezahlt. Uah, das ist viel. Okay, back. New Plantation. Dann bauen wir nochmal hier nochmal gemütlich ein bisschen Kaffee. Ein bisschen Kaffee. 49.000. Einmal upgraden. Und mal gleich hier 16. Machen wir mal 8. 18. 18. 18. 18. Und hauen hier noch die 20 rein. So, können wir uns noch irgendein schönes Upgrade leisten?
bin gerade überlegen. Ja. Produktivität auch hier. Okay. Wie viel haben wir jetzt? Oh, 79 Tonnen. Ui, da hätten wir aber den Auftrag hier schon fast vollständig. Warte mal, da machen wir mal eins. 50 Tonnen. Das ist gut. Das ist gut. Ja, aber ich würde mal sagen, wir schlafen trotzdem mal nochmal so 4 Nächte. Damit sollten wir quasi auch die restlichen 83 Tonnen voll haben. Und dann können wir quasi einmal diesen Auftrag hoffentlich gut erledigen. Welcome to Ankara. Okay. Haben wir nochmal Arbeiter, die wir verteilen können? Ja, nochmal 4 Stück. Können wir mal hier sagen. 20, 20, 20. Wunderbar. Genau, jetzt haben wir nämlich 108 Tonnen. Die schicke ich hier nach Amerika und euch schicke ich nach London. Für 367 Dollar je Tonne. Das nehme ich doch lieben gerne mit. So, ehrlich, Menü. Wir wollten Travel machen. Bitte nochmal nach London. Und guck mal, in 21 Tagen ist eine Auktion in London. Vielleicht kriegen wir damit sogar schon mal unser erstes Bild. Das wäre doch super. Okay. Ah, guck mal. Wir könnten auch jetzt unsere 106 Tonnen Einlagerung dafür open. Was bringt denn das? 561 Tonnen. Akzeptieren. Ja. Und die anderen, warte mal, das sind jetzt hier 13 Tonnen noch. Genau. 13 plus Ding. Sell. Perfekt. So, das lassen wir jetzt so. Dann haben wir nämlich genau den Auftrag hier nämlich schon erledigt. Und jetzt fahren wir ganz schnell rüber nach Amerika. Und vertickern dort quasi noch unseren Kaffee. Nöt. Ja, ab und zu müssen wir dann auch mal unseren Opa hier ein bisschen besuchen. Aktuell ist er nämlich in Rom. Accept. So, die einfachen 21 Tonnen, die können wir so verkaufen. Sehr schön. Dann haben wir quasi den hier an der Stelle auch erledigt. Das haben wir drüben auch. Wunderbar. So. Es war doch jetzt hier irgendwo eine Auktion. Können wir mal gucken. Die nächste war gewesen. Hier könnte man einen Artkurs machen. Am 21. März. Ich meine, aber da gab es doch, glaube ich, eine Funktion im Hotel zu sagen, genau, bleibe bitte bis zur Auktion in New York City. So, German Air Assets on Paris. Okay, die deutsche Luftwaffe hat schon wieder Paris angegriffen. Naja, andere Zeit, fast 100 Jahre her. Ne, über 100 Jahre. So, noch 3 Tage. Oh oh. Die Deutschen haben die Sommeroffensive gegen Frankreich gestartet. Minimum Bid 60.000? Und wir sind der Einzige? Halalalala. None of the present players have attended the course of the Art Movement Romantics. Okay, quasi keiner von uns hat diesen Kunstkurs an der Stelle gemacht, aber. Plum. Ich setze jetzt einfach mal 60.000. Vielleicht habe ich das Glück, ich sag mal, hier mein erstes Bild wirklich ohne dass irgendein anderer dagegen was machen kann. Bekommen. Wir gucken einfach mal. Jo. Continue. Perfekt. So, ist jetzt die Frage, wo bringe ich. Warte mal, romantisch. Ich hätte doch jetzt schon ein paar Dates. Minimum-Bit 37.000. Na, ich bleib mal noch die 2 Nächte. Ah, Results 51.000 bekommen. Wunderbar. 80.000 jetzt wieder auf Cash. Geil. Gut. Wo ist denn eigentlich jetzt aktuell unser Opa? Ja, unser Onkel. Ach, der ist noch in Rom. Another 7 days in Rome. Bin ich mal gespannt, wo er dann quasi sich noch rumtreibt.
Man hat hier 6 Tonnen Schokolade hat er gemacht und hat dafür 2.500 bekommen. Claude Depew Stars. Keine Ahnung, wer das sein soll. Da ist noch eine Aktion in Paris. Oh. Your uncle collects the art movement Roman in the local gallery. Ah, wunderbar. Gallery? Deliver. Hang up. Deliver it, Rico. The painting is a super forgery as long as the original is not available. This would be a rotary replacement. Okay, es ist quasi eine sehr, sehr gut gemachte Nachbildung. Der Onkel hat es aber meines Erachtens trotzdem anerkannt. Sehr gut. So, Bibo. Was to give all the boss in town and country? 11 days later, you have finally threw it up. Okay. Wir saufen gerade die nächsten 11 Nächte mit dem Onkel. Die alte Suffnase. Ah, das kommt uns dann quasi immer Silvester sehr, sehr gut. Dann kriegt man nämlich da noch ein paar Punkte, wenn man den Onkel dann das ein oder andere Mal irgendwo dann auch besucht. Okay. Ich würde auch sagen, wir müssen uns jetzt mal wieder ein kleines bisschen um unsere Plantage kümmern. Ist ein bisschen schade, dass wir jetzt diese Auktion in Paris nicht geschafft haben. Oh, da wäre noch... Ach, das war jetzt dieser Kontrakt. 52.000 mit den Tee. Sehr schön. Ich noch mal ein bisschen Geld bekommen. Jo. Nicht abbrechen. Ah, sehr gut. Hallo. Ah, super. Ja, alte Spiele ist manchmal ist es schwierig. Manchmal ist es schwierig. So. 22, 22. Wunderbar. Wir haben 93.000. Und wir... Oh, 309 Tonnen. Hua. Da könnte man sogar fast sagen... Man wartet, bis der nächste Kontrakt hier offen ist. Bisschen Geld habe ich ja noch. Umso mehr Geld haben wir dann raus. Dann upgrade ich mal hier noch ein kleines bisschen die Gebäude. Ja, eins können wir noch. Das sollten wir uns trotzdem noch leisten können. So, Hotel. Bleib mal bitte eine Woche. Ah, bis in 7 Tagen wäre eine Auktion dort in London gewesen. Naja, was soll's. Dü-dü. Der deutsche Pilot Manfred Freiherr von Richthofen, The Red Baron, shut down. Ist abgeschossen. Der rote Baron. Okay. Keine neuen Arbeiter bekommen. Und keine neuen Kontrakte. Ah, das sind alleine hier die Frachtkosten. Warte mal. Es würde mich jetzt ärgern, wenn ich das quasi nach London bringe und dann... Ah, ich brauche wieder ein bisschen Knete. Deswegen, ich bringe das mal nach London. Fahre mal nach London. Verkaufe mal zumindest den Guatemala erklärt Deutschland den Krieg. Nicht, dass ich hier noch irgendwie in Geldproblematiken komme. Ich muss hier noch irgendwelche Schuldscheine mal bezahlen. Ich bin jetzt nämlich auch schon leicht im Minus. Aber es sollte noch... Ah, 80.000. Na, besser als nichts. So, Bank. Kann ich eigentlich ein kleines... Boah, ich müsste 292.000 zurückzahlen. Gerade keinen, sehr gut. Ach, du bist schon Level 5? Okay.
Aber wir könnten sogar versuchen, mal noch eine Teeplantage hinzubauen. Wo kriegen wir das meiste? 40.000. Okay. Hotel. Eine Woche bitte. A Central Powers signed Peace Treaty with Romania. Okay, ich würde sagen, irgendein Friedensvertrag haben die unterschrieben. Ich würde jetzt einfach mal so grob übersetzen. Okay. Oh, ach, jetzt sind es hier 133 Tonnen. Ah, das ist doch ärgerlich. Das ist ärgerlich. So, aber hier, ich bekriege auch generell das meiste in Amerika. Deswegen schippere ich das Ganze mal nach Amerika. Hier kann ich ja schon mal sicherheitshalber nach England schicken, genau. Dann können wir mal versuchen, hier noch ein, zwei Kontrakte irgendwo auch zu schließen. Zumindest schon mal ein paar Punkte irgendwo saven. So, also einmal nach London bitte. Okay, Nicaragua erklärt Deutschland den Krieg. Okay. Düm, 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 düm. 531 Dollar je Tonne. Accept. So, back to town, travel und New York City. Also wie gesagt, mit diesen Kontrakten, man muss ein kleines bisschen länger warten, aber dann kann man dort an der Stelle doch deutlich mehr Geld verdienen. Oh, die Brotration in Deutschland wurde reduziert auf 150 Gramm pro Tag. Okay, wir können das auch für 5, 1, 2, 3, wir können 258 Tonnen zu 507 Tonnen verkaufen. Oder wir können jetzt aktuell sofort 458 Tonnen für 169.000 verkaufen. Na, wir nehmen natürlich das an und verkaufen den Rest zu 369.000. Zack, schon haben wir wieder ein bisschen mehr Cash. Können wir mal zur Bank gucken. Kann ich irgendwas zurückzahlen? Pay off loan. Repay. Ich will auch nicht repay, ich will gerne nochmal bezahlen. In Lissabon ist quasi gerade mein Onkel. Wir gehen aber mal zurück nach Ankara. Oh, German Air Assault und auf London. Halalala, da findet gerade ein schöner kleiner Luftkampf statt. Deutsche Truppen, Occupy, heißt das, treffen ein oder überrennen, irgendwie sowas. Sorson, ich würde sagen auch irgendwas in Frankreich. Okay. Hey. So. Okay, ich würde sagen, viel mehr Arbeiter können wir hier gar nicht mehr kriegen. 122.000. Haben wir aktuell 141 Tonnen. Guck mal, wir würden jetzt alleine in... Boah, das ist viel. Das ist viel. 453 Tonnen in Amerika. Sofort. Oder hier 54 Tonnen. Warte mal, dann machen wir mal 54 Tonnen schicke ich mal nach... Nach London. Ship. Ship. Und dann fahren wir nochmal los. Ah. Accept. So, dann ist das Ding nämlich quasi aufgelöst. Sehr schön. Travel ab nach New York City.